Huch, jetzt wäre ich fast runtergeflogen hier. Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Foto- und Naturkanal Amazing Nature Alpha. Mein Name ist Michael und dich hat der Titel neugierig gemacht, wie du das Fotografieren niemals lernen wirst. Das ist natürlich ein provokanter Titel, aber du willst wahrscheinlich was lernen. Kleiner Tipp, das Video ist aber wirklich für blutige Anfänger und solche gibt es natürlich auch und die möchte ich natürlich auch fördern und deswegen freue ich mich, dass du da bist und wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Los geht's! Ja, so wirst du das Fotografieren niemals lernen. Wer mich kennt, weiß, was ich damit meine, nämlich den automatischen Kameramodus. Warum kann der helfen und warum gibt es den überhaupt und was ist der Sinn dabei, dass ich ihn dir verbieten will? Sagen wir lieber so, ja? Also, ganz von vorne angefangen. Du lernst das Fotografieren nur dann, wenn du verstehst, wie du selbstständig diese drei Parameter ISO, Blende und Zeit selber einstellst. Es gibt nur diese drei Parameter. Weißabgleich oder der Belichtungsmesser und solche Geschichten, die sind erstmal unwichtig. Um ein Bild richtig zu belichten, brauchst du nur diese drei Parameter. Wenn du jetzt aber hergehst und sagst, Kamera, mach du das alles automatisch, dann wirst du niemals tiefer einsteigen in die Fotografie. Du wirst niemals verstehen, warum irgendwelche Menschen verwackelt geworden sind, die du eigentlich scharf fotografieren wolltest. Und du wirst nicht verstehen, warum das Bild zu hell oder zu dunkel ist, warum es plötzlich körnig rauscht oder dergleichen. Warum die Bilder einfach nicht so schön aussehen wie bei deinen Kollegen und Kolleginnen. Und deswegen empfehle ich dir unbedingt, damit du fotografieren lernst, nimm unbedingt zuerst den M-Modus, den manuellen Modus deiner Kamera. Wenn dich das tiefergehend interessiert, ich habe ein Video, das ist schon fast 900.000 Mal angeklickt worden. Das findest du am Ende dieses Videos in den Abspannkarten und es hat schon so vielen Menschen geholfen, diese manuellen Dinge an der Kamera einfach erklärt zu verstehen, am Beispiel unseres menschlichen Auges, was denn eigentlich da in der Kamera genau abläuft. Okay, heute aber die Kurzversion davon. Ich zeige dir mal, ich nehme dich mal mit auf den Monitor und wir fotografieren jetzt hier einfach mal im automatischen Kameramodus P. Der P-Modus, das ist ein Modus, der steuert alles selbstständig. Wenn ihr die ISO auch noch auf automatisch stellt, dann macht er alles selber. Also macht er die ISO automatisch, die Blende und die Zeit. Und ihr seht, er bleibt hier immer so bei einer Hundertstel oder Achtzigstel. Warum? Das versteht der Anfänger nicht. Ich weiß das, aber der Anfänger versteht das nicht. Er sagt ja, warum macht er jetzt hier eine Hundertstel? Und er schwankt hier jetzt eben zwischen einer Blende 4 und einer Blende 3,5. Warum er das macht, versteht der Anfänger auch nicht. Ich kann es euch schon sagen. Also, der Punkt ist der, euer Objektiv hat eine gewisse Brennweite und ab einer gewissen Brennweite verwackelt ihr. Das heißt, die Kamera weiß, aha, der fotografiert jetzt gerade mit 70 mm, also muss ich mindestens so eine 70stel noch haben, ja? Also so eine Hundertstel am besten. Und deswegen schwankt er gerade hier zwischen einer Hundertstel und einer Achtzigstel. Weiter oder länger will er das nicht stellen, weil er automatisch davon ausgeht, dass du das aus der Hand hältst. Ja, aber was ist so, wenn ich es jetzt auf dem Stativ hätte, dann würde das wieder nicht kapieren. Und das ist genau der Vorteil des manuellen Fotografierens. Wenn du das eben verstanden hast, was du tust. Ja? Und ich zeig dir das jetzt mal. Was ist denn jetzt, wenn ich hier mehr Schärfe im Hintergrund will? Da könnte ich jetzt als Anfänger, der keine Ahnung von nichts hat, gar nicht viel machen. Ich kann zwar eingreifen, also ich kann mit dem Rädchen jetzt eine Belichtungsverlagerung machen. Ja? Das heißt, ich schließe die Blende. Das seht ihr auch, wenn ich dann durchdrücke. Ja, wenn ich jetzt hier fokussiere, ups, das war ein bisschen, jetzt hat er mir den Baum wegfokussiert. Hier, jetzt seht ihr das, ne? Jetzt haben wir viel Schärfe im Hintergrund. Und wenn ich die Blende öffne, also seht ihr an der F2,8, wenn ich jetzt fokussiere, dann habt ihr ein ganz weiches Bild im Hintergrund, ja? Und das Problem ist jetzt aber, wenn ihr das alles auf automatisch macht und macht hier diese Belichtungsverlagerung und ihr sagt, ich möchte jetzt viel Schärfe im Hintergrund haben, dann geht er in eine Verschlusszeit, die ihr aus der Hand gar nicht mehr halten könnt. Und schon beginnen die Probleme. Das Bild ist verwackelt und ihr ärgert euch und sagt, Mensch, ich glaube, ich knipse doch wieder nur mit dem Handy, ja? Weil ihr es eben nicht versteht, an was es liegt. Und deswegen empfehle ich euch,
Geht in den M-Modus. Stellt die Zeit so ein, wie ihr denkt, dass ihr noch aus der Hand halten könnt. Also den Kehrwert der Blende am besten mindestens einstellen. Ja, dann könnt ihr eben euch entscheiden, mache ich jetzt hier die Blende zu? Und ihr seht sofort, was das für einen Effekt hat. Nämlich der Hintergrund wird viel schärfer. Ihr habt mehr Schärfentiefe. Oder ihr wollt eben künstlerisch hinter eurem Partner, hinter eurer Partnerin, wollt ihr eine schöne Unschärfe, dann macht die Blende auf. Und dann stellt auch die ISO ein. Eine niedrige ISO ist das, was wir erstreben. Eine hohe ISO fördert das Rauschen. Ja? Das heißt, wir können jetzt ausmitteln und sagen, okay, wie belichten wir jetzt hier das Bild richtig? Also wie gesagt, wer da tiefer einsteigen will, unbedingt mal das Video in den Abspannkarten anschauen. Aber das wollte ich den Anfängern mal ganz kurz mit auf den Weg geben. Du lernst nicht das Fotografieren, wenn du im automatischen Modus bleibst. Weitere Automatiken sind ja zum Beispiel der S- oder der A-Modus. Bei Canon heißt das zum Beispiel TV und AV. Wenn du in diesen Modi bist, ist dasselbe Problem. Die Kamera steuert immer zwei Parameter, während du einen vorgibst. Da musst du aber auch wissen, was du tust. Und das verstehst du erst, wenn du alle drei Parameter beherrschst. Dann kannst du sagen, jetzt bin ich Profi genug, die Halbautomatiken mir zunutze zu machen. Jetzt weiß ich, was ich tue. Und das möchte ich eben dir mit auf den Weg geben. Danke, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Und ich würde mich freuen, wenn du mal in meine Playlist Fotografieren Lernen reinschaust. Denn da habe ich ganz viele solche Videos, die dir von vorne bis hinten alles schön erklären. Was ist ein RAW? Was ist Schärfentiefe? Was ist Weißabgleich? Wie stellt man den ein? Wie blitzt man denn am besten? Teil 1 bis 3 und so weiter und so fort, was ich da nicht schon alles gemacht habe. Wie fotografiere ich die Milchstraße? Wie mache ich ein Makro? Wie fotografiere ich ein Weinglas, das gerade zerspringt? Wie friere ich Früchte in Eiswürfel ein? Wie mache ich das, dass Eiswürfel klar sind? All das ist auf meinem Kanal zu finden. Mir hat es gefallen, dir das mal so mitzugeben. Und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video mal wieder. Tschüss. Eieieiei. Mein Knie ist eingefroren.